Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout Teil 1. Also ich habe zigmal versucht, das Schloss hier aufzubrechen. Das scheint irgendwie nicht zu klappen. Meine Kenntnisse sind leider viel zu schlecht dafür. Da hätte ich mich anders skillen müssen. Und deswegen werden wir irgendwie es Morpheus wegnehmen müssen. Schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Aber wir sehen schon, die ganze Zeit sind irgendwelche Leute bei uns. Scheint schon mal nichts zu sein drin. Gehen wir mal hier durch. Oh! Okay, wir sind da reingegangen und dann fängt direkt der an zu ballern. Können wir das irgendwie anders regeln? Da ist ein Mutant drin. Wir gucken mal, ob wir das anders regeln können. Okay, ich will da hoch. Vielleicht hätte ich ihm auch auf die Nuss hauen können, um irgendwie da dran zu kommen an die Robe. Also wir sollten nicht da reingehen. So. Mit so vielen Kerlen hier ist das natürlich ziemlich stressig. Was ist das hier? Das ist drin, ne? Total eng. Keiner lässt mich hier gehen. Sollte ich mal die Tür aufmachen? Nightkin steht hier. Aha. Ich habe keine Ahnung, wer oder was das ist. Da ist auch einer. Die greifen mich direkt an, die Mutanten. Ich kann gar nichts dagegen machen. Also, bringen wir so. Dann ist das nun mal so. So, du darfst nicht da zum Schuss kommen. Hat er überlebt. Halt! Nicht den Hund. Ihn. Ist hier auch total doof, die Sicht hier. Nightkin-Wache, okay. Zeit hier mal aufzuräumen. So, ich kümmere mich auf jeden Fall um den Minigun-Kerl. Den ich nicht sehe, wie es aussieht. Weil irgendwas im Weg ist. Problem ist, ich weiß nicht, was im Weg ist. Das ist ärgerlich. Können wir vielleicht irgendwo hier hingehen? Nee, ne? Sie ist nichts Ungewöhnliches. Also sie ist da. Gott, jetzt töte ich den Falschen sehr wahrscheinlich. Wo ist denn der Ian? Das könnte Ian nämlich sein. Das ist ärgerlich. Ich weiß nicht, wo Ian ist. Wer ist das da oben? Das ist der Tycho. Das ist ein Speer. Speer. Ja, da in solchen Momenten ist natürlich die Fähigkeit super, dass man die grün markiert sieht, die Gegner. Also ich glaube, das ist ihn, deswegen darf ich ihn nicht töten. Bringen wir dich mal um. Follower-Speer getötet, genau. Genau so dachte ich mir das. Tycho ist tot. Super. Ja, die müssen sowieso jetzt alle sterben, ne? Ist das nun mal so? Hey, warte mal. Die Wachen kämpfen gegen die Nightkin. Die Nightkin sind gar nicht meine Feinde. Kann das sein? Okay, dann müssen wir nochmal kämpfen. Müssen wir nochmal gucken, ob die uns überhaupt angreifen. Weil wenn die uns nicht angreifen... Warum sollten wir sie dann töten?
hier irgendwo durch. Ich will da hinten rüber. Aha, weil hier 1000 Gegner stehen. Ja, greifen direkt an, der Mistzack. Ja, danke schön. 96 Treffer. Ian wurde mit 96 Treffer und ist direkt tot. Du Arsch. Also das ist ziemlich doof gelaufen, aber egal. Hey, ich glaube, er ist down. So, wir laden mal nach. Ich weiß nicht, wen ich hier überhaupt jetzt erwischen soll. Schauen, was passiert. So, die scheinen alle auf den mächtigen Mutanten drauf zu gehen. Ist das der hier? Gott, man erkennt das wieder mal nicht. Nein, das ist mein lieber Hund. Gott, hoffentlich ist das nicht der falsche. Das ist total doof gemacht hier, der Kampf. Follower-Speer erwischt. Ja, den wollte ich doch gar nicht anschießen. Gott. Ich muss rauskriegen, ob die mich attackieren. Die greifen mich aber nicht an, die greifen ja die anderen an. Total dumm. So kann ich da nicht hin. Wenn das jetzt nicht klappt, dann bringe ich einfach alle um, die hier sind. Ist mir total egal. Dann ist das nun mal so. Ja, wieso öffnest du überhaupt die Tür? Sobald er mich sieht, mach die Tür wieder zu, einer. Schließ diese Tür. Die wäre nämlich gar nicht aufgegangen. Sobald ich da dran vorbeigehe, fangen die an zu ballern. Das ist echt total doof gemacht. Hey, es hat geklappt, sehr gut. Das ist echt ein bisschen unvorteilhaft. Meister, war es das, was du werden wolltest, was ich werden sollte, Meister? Du bist ein Idiot, Dane. Sie legen dich bald um und du hast es verdient. Schwächling, Schwächling. Was redet der für ein komisches Zeug? Der sieht unverletzt aus. Deine Gedichte sind mies, Mann. Mies, 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 mies. Seltsam. Ist hier irgendwo was? Bist du nicht Morpheus? Wo ist der Schlüssel dazu? Okay, diesmal lassen wir uns nicht lumpen. Wir gehen direkt in Angriff. Rundenmodus. Ein Feld reingehen. Und den Mistzack abknallen. Und schön darüber jetzt. Die scheinen alle nämlich jetzt gegen den vorgehen zu wollen. Deine Sünden wirst du büßen. Oh, die gehen auch auf den drauf. Die gehen alle auf den drauf. Warum? Wieso wollen die den denn töten? Ich kapiere nur Bahnhof. Das wird doch gar nicht erklärt.
Wir gucken mal, ob wir den Kampf einfach jetzt beenden können. Tatsache, der Kampf ist beendet. Aber das ist schon seltsam, ne? Hat eine dicke Gun dabei gehabt. Sah mir nach einem Flammenwerfer oder sowas aus, ne? Ja, Flammenwerfer. Eieiei, hätte er damit hier rumgebrutzelt. Wäre nicht gut ausgegangen, glaube ich. Minigun. Zu eng hier. Und Kamera ist totaler Rotz. Wo ist dein Schlüssel? Schlüssel ist nicht da, aber dafür ist hier eine Robe. Und die bringt mich vielleicht schon was weiter. Wenn ich die nämlich jetzt anziehe, kann ich vielleicht mit dem links oben im Raum reden. Könnte das sein? Enomosodenum. Ah, wir können sogar noch höher gehen. Sehe ich das richtig? Nee. Tatsache, wir können höher. Ich steck mal die Waffe weg. Wer greift mich? Ah! 56 Trefferpunkte. Du Mistsack. Was haben die hier für Probleme? Also das hat mir schon mal nichts gebracht hier oben. Hat mir wohl nicht geglaubt, dass ich einer von denen bin. Stirb. Ah, ich werde dich in Stücke reißen. Also die haben irgendwas mit den Mutanten hier zu tun. Vielleicht muss ich auch gar nicht suchen nach der Basis dann, weil ich hier irgendwie Hinweise dafür kriege. Das wäre natürlich noch praktischer. Problem ist, dass ich meine Rüstung ausgezogen habe. Ich habe viel zu viel Schaden genommen. Wir dürfen einfach nicht zum Zug kommen. Genau. Inventory. Zieh mal bitte wieder die andere Rüstung an. Schweinepriester hier. Viel zu viel Schaden genommen. Und wir nehmen ein paar Sticks. Na, das ist okay so. Zu Ben. Also hier diese Wachen haben wohl auch was dagegen, dass hier Mutanten sind. Es ist viel zu weit weg alles. Ich komme da jetzt sowieso nicht hin. Dadurch sind wahrscheinlich jetzt alle über den Haufen. Sehr wahrscheinlich wird Katja jetzt sterben. Oh, wir haben Weg frei, das ist gut. Hallihallöchen. Nein, wir sehen den trotzdem nicht. Warum nicht? Keine Ahnung, warum wir den nicht sehen. Gehen wir da unten hin. Okay, ist schon tot. Dann müsste jetzt der Kampf wieder zu Ende sein. Okay. Ein Mach 4 Computer. Schauen wir uns den mal an. Merkwürdige Farbmuster. Bringt mich nicht wirklich weiter, ne? Scheint wird das System gerade neu gebootet. Zwei Bücher, ja, die können wir mal zum Lesen mitnehmen. Maximale Traglast erreicht. Ja, ich brauche aber auch nicht mehr Bücher. Ist gut.
Vielmehr, wo ist Morpheus und wo ist der Schlüssel? Kannst du nicht hin? Ja, weil die alle im Weg sind. Komm, dann geh hinten in den Raum, wenn die alle da hinten rummontieren. Nein! Lass der mich auch nicht hin. Also das ist das Nervigste an dem Spiel auf jeden Fall. Die NPCs, die immer irgendwo rumstehen. Wo sie nicht rumstehen sollen. Wir können noch eine Etage weiter hoch. Gehen wir noch mal weiter hoch. Vielleicht sterben da ja ein paar bis dahin, ne? Und wir kriegen mal hier ein bisschen Platz. Ah ja, genau. Da kommt doch schon einer. Sehr schön. Lass mich raten, du bist Morpheus? Ja, da ist Morpheus. Interessant. Quatschen wir jetzt schon mit ihm? Ich glaube, wir gehen lieber mal was näher hier rüber. Nehme ich bestimmt die Tür gleich auf. So ist es. Hallihallo. Okay, die wollen wohl gegen den kämpfen. Nicht drauf gegangen. Jetzt aber. Da hinten ist einer mit einer Uzi. Uzi, Uzi. Ja, bam! Ich bin tot. Krass. Krass. Ich habe die dicke Rüstung angehabt. Nee, ich habe. Ich bin nicht tot. Ich habe 8 HP noch. Das ist ja schon ein bisschen Glücksspiel hier, ne? Nee, minus 6. Ich bin tot. Okay. Ich wollte gerade sagen. Dein. Ja, dein Leben ist ausgewirkt. Schande. Ich hätte mal speichern sollen nach den unterschiedlichen Ebenen, ne? Aber jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass wir in der oberen Etage einfach alles töten sollen. Vielleicht das wir auch gar nicht müssen, weil wir nach der ersten Etage hier runtergehen können und hier vielleicht was machen. Das weiß ich aber nicht. Wie dem auch immer sein soll. Geh mal irgendwo hin. Warte, dass irgendwo eine Tür aufgeht und dann murks die mal alle ab. Am besten die hier unten. Der hat nämlich einen Flammenwerfer. Gefällt mir nicht. Zack! Tja, gut getroffen. Ich glaube, wenn ich hier hingehe, treffe ich ihn, oder? Muss es trotzdem versuchen. Ah, es hat geklappt, sehr gut. Nochmal ein normaler Schuss. Ja, hat er nicht mit seiner Uzi rumgeballert. Okay, du hast irgendeinen von den Followers umgebracht. Schon mal einen weniger, der hier rumrennt. Das ist schon mal ganz gut. Kollateralschaden. Aber jetzt können wir das ruhig mal ausprobieren, glaube ich, ne? Indem wir wieder runterrennen. Nehmen wir das hier mit. Zieh das mal an. Vielleicht hilft mir ja jemand da unten. Geh mal runter. Ah, ich... Ich hab gesagt, runtergehen! Ah, ja, jetzt habe ich sie. Das ist auch ein Pech. Ja, das ist, weil man hier keine Einsicht hat, nichts drehen kann. Schweinerei. Ich hasse Schwierigkeitsgrade, die nicht als Schwierigkeitsgrad gedacht sind. Die entstehen durch. Ja, die Mechanik.
Okay. Ich hoffe, dass das der richtige ist. Das mag ich auch egal, wenn ich. Ja, es war der richtige. Jetzt habe ich einen falschen getroffen. Angriff! Genau, macht ihn fertig. Aua! Hat es ihn getroffen. Ich habe keine Ahnung. Schieß mal auf den da. Das war der falsche, ne? Oh, genau. Ich will den da erwischen. Ha! Das war der richtige. Okay. Gehen wir hier rüber. Nimm ein Stumpack. Nimm noch ein Stumpack. Also ich traue mich ja jetzt gar nicht da hoch zu gehen, deswegen da runter zu klicken. Halt. Deswegen ziehen wir die erstmal an, nicht dass das wieder schief geht. So, gehen wir hier hinten rüber. Ich möchte hier runter. Versteht ihr das? Da hinten, da geht es irgendwo runter. Der jetzt nach oben. Nee, er ist nach unten gegangen. Okay. Das ist doch schon mal was. Ein Erfolg. Okay. Nachladen. Inventory. Jetzt zieh mal bitte die andere Robe an. Und vielleicht steckst du deine Waffe weg. Du-di-du-du. Hallihallo. Redest du jetzt mit mir? Warum bist du gekommen, Neuling? Du weißt, dass ich nicht gerne gestört werde. Ich wollte nur reden. Tiere schnattern ohne Inhalt. Menschen denken erst, dann reden sie. Du musst dich zu einem menschlichen Wesen entwickeln, bevor ich wieder mit dir reden will. Du bist entlassen. Ich hoffe, ich bin jetzt ein menschliches Wesen. Netten Stab hast du da. Heißt es deswegen Löcher? Nee. Ich möchte einfach nur mit dem Chef sprechen. Du solltest mit Morpheus reden. Er ist im Turm. Aber es ist unwahrscheinlich, dass er der Nightkin dich durchlässt. Was kannst du mir über den Nightkin erzählen? Sie dienen dem Meister. Sie bringen der Welt den Schmerz der Heilung. Engel der Natur, die die Welt durch Blutvergießen erlösen. Neugier ist die Regung... Ups, schon wieder weg. Regung eines Narren. Aber bei dem Nightkin ist die Neugier doppelt so groß. Das ist deine einzige Warnung. Ich habe viel zu tun. Gehab dich wohl. Ja, komm, wir bringen die alle um. Gut ist. Gut ist. Genau. Inventory. Zieh das dicke Ding an. Diesen Stealth Boy. Was macht der genau? Tarnkappe vom Typ Rupko Stealth Boy generiert ein Modulationsfeld, das reflektierendes Licht von einer Seite des Objekts auf die andere wirft. Das ist natürlich gut zum Stehlen, aber bringt mir ja jetzt hier gar nichts. So, auf zum nächsten. Muss ich schnell drücken, hoffentlich klappt das. Naja, der ist schneller als ich. Zeit ist rum, aber...
Ja, auf jeden Fall weiter agieren. Ja, genau, Morpheus voll auf den Hinterkopf, sehr schön. Aber die hier sind ein viel größeres Problem. Ich glaube, ich schieße erst auf den mit der Uzi da hinten. Schade, kein Glückstreffer. Ach, Uzi, sag schon, der Minigun. Aua! Zwei Trefferpunkte. So gefällt mir das doch. Warst du schon immer so unfähig oder erst seit kurzem? Hallo, du steckst die ganze Zeit Zeug ein. Und jetzt bist du auch noch tot. Das waren deine letzten Worte. Und tschüss. Yay, Victory, oder? Kampfende. Wir sind auf der höchsten Etage. Wo ist dein Schlüssel? Was ist das? Super Stamp Pack. Mitnehmen. Cockabzeichen. Abzeichen in Form des Symbols der Children of the Cathedral. Auf der einen Seite sind Einstellungen und Einkerbungen zu sehen, die an einen Schlüssel erinnern. Okay. Nehmen wir das doch mal mit. Noch ein Schlüssel. Wir haben zwei Schlüssel. Den Rest lassen wir hier. Was habe ich denn hier schön zu plündern? Ein paar Stimpacks. Die nehmen wir. Lasst mich vorbei. Komm mal hier runter. Wumme. Scheint wohl das System angehalten. Können wir das wieder reaktivieren? Irgendwie durch Wissenschaft? Der Monitor flackert. Kannst du reparieren? Kannst du nicht reparieren. Elektronischer Dietrich mitnehmen. Irgendwo nicht reinkomme, komme ich damit rein. Verschlossen. Und ich werde es wohl nicht knacken können, vermute ich mal. Keinerlei Wirkung. Dann nehmen wir noch mal hier diesen elektronischen Dietrich dafür. Nicht so was Wichtiges drin. Keinerlei Wirkung. Merkwürdige Farbmuster. Monitor flackert. Toll. Container ist verschlossen. Können wir nicht öffnen. Sind wir zu schlecht für. Aufballern können wir auch nicht. Gehen wir mal nach unten. Also das mit dem Schlösserknacken ist echt doof, dass wir das nicht hochgemacht haben. Geht uns einiges die ganze Zeit. Ein Flammenwerfer ist natürlich alles viel wert, aber wir brauchen Geld sowieso nicht mehr, glaube ich. Hier hinten rüber, Junge. Und da runter. Hier genau dasselbe. Oh, wir sind weit über der Zeit. Würde ich sagen, machen wir mal hier einen Break. Bis demnächst, euer Chojin.